Was ein Ding. Mit diesem Freistoßtor setzt Vincenzo Grifo einen spektakulären Schlusspunkt unter das erste Testspiel der TSG in dieser Saison. Gegen Eintracht Braunschweig heißt es am Ende 3:0. War wichtig heute, dass wir ein Spiel hatten, dass allen, sag mal, 45 Minuten spielen konnte. Und ja, alle, wir sind gesund aus dem Spiel rausgekommen. Und das, glaube ich, ist wichtig, so in der Vorbereitung. Nach so zwei Wochen, dass er wieder ins Spiel kommt und gegen einen gut organisierten Gegner, ist schon wichtig, dass wir das Spiel dann mit 3:0 gewinnen. Ich denke, es ist wichtig, über solche Spiele dann in den Rhythmus zu kommen. Und ja, jetzt heißt es erstmal, eine gute Vorbereitung zu haben, die Dinge umzusetzen, die der Trainer vorgibt, die Art und Weise, wie er spielen möchte. Und ich meine, dazu dienen solche Testspiele einfach am besten. Und wie gesagt, war ein gutes erstes Testspiel aus unserer Sicht. Und ich denke, ja, ganz ordentlich gemacht, das Ding. Rund 1500 TSG-Fans fanden den Weg nach Sattelbach bei Mosbach, um ihre Stars hautnah zu erleben. Die ersten Autogramme gibt es quasi direkt nach der Ankunft der Mannschaft. Bis zum ersten richtigen Ausrufezeichen auf dem Platz dauert es ein klein wenig länger. Nach gut 20 Minuten schiebt Benny Hübner ein, allerdings kam die Vorarbeit aus dem Abseits. Dann aber in der 33. Rekordtorschütze Andrej Kramaric macht da weiter, wo er letzte Saison aufgehört hat. 1:0, die verdiente Führung und gleichzeitig der Halbzeitstand. In Durchgang 2 tauscht Cheftrainer Alfred Schreuder die gesamte Mannschaft aus. Der Druck auf Braunschweig bleibt aber der gleiche. 5 Minuten nach Wiederanpfiff, Grilic, Schalay, Rupp und Kaderabek 2:0. Die TSG bleibt am Drücker. Keine 10 Minuten später scheitert Bebu nur knapp. Alle 4 Neuzugänge überzeugen beim ersten Test. Die Jungs sind super integriert schon vom ersten Tag an. Viele Dinge, die der Trainer jetzt sehen möchte im Spiel, war es einfach schwierig umzusetzen, weil wir einfach noch nicht so viel gemacht haben, weil es nicht wirklich viel umzusetzen gab. Aber die Jungs geben Gas, die sind voll integriert und das passt. Das 3:0 ist dann nur noch Formsache, aber in seiner schönsten Form. Der erste Test der Saison, ein voller Erfolg. Der nächste steht schon am Mittwoch an. Die TSG empfängt beim FC Zutzenhausen den Zweitligisten Jahn Regensburg.